Ihr habt das Turnier gewonnen. Seid ihr zufrieden oder eher nicht so? Ja, mit dem Ergebnis, mit der Leistung, mit beiden Sachen bin ich sehr zufrieden. Haben kein Gegentor bekommen, haben auch nicht viel zugelassen, haben dann zwei Spiele gezogen, aber die Ergebnisse sind gar nicht so wichtig. Ich finde, inhaltlich war es auch sehr, sehr gut. Für die, die hier waren, die haben es gesehen, Till Plumper hat sich verletzt, war einer von zwei Spielern. Ja. Wie geht's ihm? Gibt es da ein Update? Ja, hat man schon gesehen, dass auf jeden Fall im Arm irgendwas kaputt ist. Müssen wir mal gucken, dass es nicht beide Knochen sind. Ist jetzt beim im Krankenhaus, werden wir sehen, was da rauskommt. Das war heute das letzte Vorbereitungsspiel oder Vorbereitungsspiele. Mhm. Ist die Mannschaft gut vorbereitet für Sonntag? Ja, die Mannschaft macht richtig Spaß. Die ganzen 4-5 Wochen, die wir jetzt zusammen haben. Sehr, sehr motiviert alle. Ich glaube, sieht man dann auf dem Platz. Wir hatten ja heute auch drei verschiedene Startaufstellungen. Jeder zehrt ja an den Ketten und macht richtig Bock zurzeit. Wird halt schwer, nächste Woche dann auch 11 zu nominieren oder 18. Von daher haben wir jetzt noch eine Woche Zeit. Aber man sieht ja, es gibt immer wieder Ausfälle und dann müssen andere ihre Chance nutzen. Gibt es schon eine Tendenz für die neue Nummer 1? Nein, also Jonas ist ja jetzt erst dazugekommen. Wird sich jetzt erstmal zwischen Kevin und Arne entscheiden, machen es beide richtig gut, finde ich. Bin mit beiden sehr zufrieden. Von daher werden wir jetzt nächste Woche dann mal zusammensitzen und bevor du es weißt oder ihr, werden es erstmal die Torhüter erfahren. Turniersieger vom Tower Cup, seid ihr zufrieden mit dem Turnier oder gab es doch noch Sachen, die ihr verbessern müsst? Also, ich würde erstmal die erste Frage beantworten, ob wir zufrieden sind. Klar, also wir haben ein Turniersieger-Ziel gehabt, den haben wir geholt, das ist gut. Wir haben uns, denke ich, auch von Spiel zu Spiel gesteigert. Ob wir noch Verbesserungsmöglichkeiten haben, absolut. Ich meine, im ersten Spiel kann man sicherlich auch ein, zwei Chancen mehr machen. Defensiv, denke ich, war es gut. Ja? Also kein Gegentor, aber auch da einmal an einen unnötigen Konter gelaufen, der vielleicht ein Spiel dann oder in der Liga bestraft. Von daher müssen wir da noch ein bisschen wachsamer sein. Till Plumper hat sich jetzt verletzt, kurz vor Schluss. Wie geht man als Spieler oder auch als Mannschaft jetzt damit um? Die Frage jetzt für mich persönlich, wie ich damit umgehe, also ich mache mir keine Gedanken. Till ist ein feiner Junge, der wird sich davon nicht runterkriegen lassen, das harte Nehmen, kommt auch von der Küste. Von daher glaube ich, dass er das wegstecken wird. Natürlich ist es sehr, sehr ärgerlich für ihn, weil er natürlich auch, ich glaube, einen gewissen Anspruch an sich selbst hatte, vielleicht ein paar Tore mehr zu schießen als letztes Jahr und er war auf einem guten Weg. Das ist jetzt natürlich so unterbrochen wird, nenne ich es einfach mal, ist sehr ärgerlich, aber ich mache mir keine Gedanken, weil er wird zurückkommen und uns genauso weiterhelfen, wie er es jetzt getan hat. Von daher, ja, wir als Mannschaft werden natürlich alle für ihn da sein. Ich meine, kommt der Nächste, der spielen muss, der spielen wird, der es gut machen wird, den wir unterstützen werden und dann ja, werden wir das auffangen. Luca Dake, Tower Cup-Sieger 2023. Du hast selber, ich glaube, ein Tor dazu beigetragen. Seid ihr zufrieden mit dem Turnier oder auch du persönlich? Ja, ich glaube, über die ganzen 120 Minuten kann man eigentlich sehen, dass wir gut gespielt haben. Und letztendlich dann auch, okay, außer das erste Spiel, aber die restlichen beiden gewonnen haben und dann verdient eigentlich auch Sieger geworden sind. Ja. Es war jetzt, ich nenne es mal, das letzte Vorbereitungsspiel oder das letzte Vorbereitungsturnier. Fühlt ihr euch in der Mannschaft jetzt gut vorbereitet auf den BHK kommenden Sonntag? Ja, ich glaube, wir haben auf jeden Position sind wir eigentlich gut besetzt, sehr gut besetzt. Und wenn die Mannschaft mitzieht, alle Bock haben, dann glaube ich, können wir gegen BHK da viel ziehen. Ich habe es Christian Flath eben schon gefragt. Till Plumper hat sich jetzt verletzt. Wie gehst du damit persönlich um? Denkst du nach oder sagst du, okay, weiß ich nicht, ist so, passiert? Wenn sich jetzt ein Spieler, den man eigentlich sehr, sehr gut kennt, der auch für uns die Tore schießt, eine Woche vor der Vorbereitung oder vor dem ersten Pflichtspiel dann verletzt, ist natürlich nicht gut. Werde ich ihm nochmal schreiben, aber es ist halt für ihn auch fußballerisch natürlich ist schlecht. Und ich hoffe, ich wünsche ihm gute Besserung und hoffe, dass er ganz schnell zurückkommt. Letzte Frage, was ist dein persönliches Saisonziel? Auf viele Minuten zu kommen, mich anzubieten und ein paar Tore zu schießen. Super.